Also irgendwie damit kann man echt alles putzen. Das riecht einfach, als wäre es so richtig, richtig sauber. Hi Mädels, ich habe heute für euch ein Putzmittel-Favoritenvideo. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin alleine damit, dass ich zurzeit super mega gerne putze, alles nochmal richtig, richtig gründlich mache und zudem es mir richtig Spaß macht. Ich habe schon ein paar andere angesprochen, aber irgendwie, glaube ich, bin ich alleine damit. Vielleicht dauert es bei euch noch. Ich weiß es nicht. Aber ich bin zurzeit total im Putzfieber und ich gucke total gerne andere Videos, wo die Leute ihre Putzmittel vorstellen. Und deswegen zeige ich euch einfach meine Top-Favoriten, die ich am allerliebsten und vielleicht schon teilweise auch über die Jahre verwende. Und schreibt mir unten nochmal in die Kommentare, welches Putzmittel ihr am liebsten verwendet, was ihr vielleicht schon seit Jahren verwendet, wo ihr mir auf jeden Fall das empfehlen könnt. Das würde mich riesig interessieren. Und jetzt legen wir mal los mit meinen Favoriten. Mein Lieblingsputzmittel ist aktuell alle. Das ist eigentlich ein Allzweckreiniger. Jetzt habe ich mal geguckt, ob ich den selber machen kann und habe da auch was gefunden. Das zeige ich euch aber einfach am Ende, wie das Ganze geht. Ich habe den selber gemacht, der geht super, super schnell, riecht richtig lecker. Der wird jetzt umgefüllt noch in eine Sprühflasche. Dann probiere ich ihn mal aus und werde euch noch mal ein Statement dazu geben. Also eigentlich ist Top Nummer 1 bei mir ein Allzweckreiniger, den ich im Notfall einfach überall anwenden kann. Als zweites nehme ich am allerliebsten zurzeit diesen neutralen Reiniger. Den habe ich, glaube ich, aus dem DM und ich finde, der riecht so ein bisschen nach Essig, aber nicht ganz so stark. Und ich liebe ihn zurzeit. Ich verwende ihn für überall und ich habe danach so ein richtig tolles Gefühl, dass es so richtig, richtig, richtig sauber ist. Bei mir ist es so, wenn ich was putze, dann nehme ich immer diese Lappen. Das waren mal, glaube ich, im 10er-Packen beim DM für 4,99 Euro oder waren da nur 6 drin. Weiß ich nicht. In verschiedenen Farben. Blau, grün, pink. Und die kann ich halt immer wieder waschen. Und diese Einmal-Waschlappen finde ich irgendwie von der Form. Also wenn ich das in der Hand habe und wenn der nass ist, dann ist der irgendwie so komisch für mich. Und ja, den schmeiße ich dann weg. Und das finde ich irgendwie nicht so umweltfreundlich. Und deswegen habe ich den hier. Zum Bodenwischen verwende ich diesen hier. Das ist auch so ein ganz großer. Der war auch mal irgendwann schon lange, lange her. Den habe ich schon richtig lange beim DM mit dabei. Da waren ein paar kleine, 3, 4 kleine und ein so ein großer. Den nehme ich immer zum Bodenwischen und mache mir den so drum. Viele Swiffern, glaube ich. Wahrscheinlich alle, außer ich. Aber ich bin immer so richtig altmodisch und nehme diesen XXL-Lappen für den Boden. Ja. Was bei uns auch super wichtig im Haushalt ist, ist Chlorix. Ich finde das einfach ganz, ganz wichtig für die Toilette. Warum auch immer, ich habe nur das Gefühl, dass die Toilette richtig sauber ist, wenn ich Chlorix nehme. Ja. Und deswegen ist bei mir ein Muss, dass Chlorix im Haushalt ist. Wenn das alle ist, das muss sofort geholt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder ich habe es im Notfall sogar eigentlich auf Reserve. Wenn das alle ist, dann wird eins geholt. Ja. Für das Bad an sich habe ich auch immer noch so einen separaten. Und zwar habe ich jetzt hier von Blink, ich glaube, das ist von Penny, bin mir aber jetzt nicht sicher, so ein Badereiniger. Also ich habe immer einen Badereiniger zu Hause, da habe ich aber keine spezielle Marke. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich speziell einen Badereiniger habe. Ich glaube, die riechen bei mir auch immer nach Zitrone. Ja, ich finde, der riecht ein bisschen nach Zitrus, also irgendwas Zitroniken. Für die Toilette verwende ich auch noch so einen. Und zwar ist das ein WC-Reiniger, der ist jetzt aus dem DM. Und zwar kommt der so an dem Rand da oben, so ringsrum heran. Und ich finde das auch unglaublich wichtig. Leider komme ich mit dem Chlorix nicht daran. Es müsste eigentlich von Chlorix so eins für die Toilette so geben. So, genau so wie hier, nur von Chlorix. Dann würde ich wahrscheinlich wirklich immer Chlorix holen. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, das gibt es nicht, oder? Deswegen nehme ich immer den, weil ich das irgendwie super wichtig finde. Und auch da habe ich das Gefühl sonst nicht, dass es sauer ist. Weil ich es schon über die Jahre lang so mache. Ein absolutes Muss in meinen Putzfavoriten ist auch Scheuermilch. Ohne Scheuermilch würde ich nicht existieren können. Aber da habe ich auch gesehen, wie man das super schnell und einfach selber machen kann. Das wollte ich auch mal ausprobieren.
Ja, wenn, kann ich euch ja wieder mitnehmen und berichte euch. Also Scheuermilch muss sein, aber da gucke ich jetzt. Hier ist zum Beispiel ein Waschbecken vorne drauf. Da ist ein Waschbecken. Auf einem Waschbecken würde ich das nicht verwenden, weil ganz klar, ganz viele kleine Könnerchen, die Scheuermilch, und dann geht das kaputt. Ich nehme das immer für Töpfe. Super wichtig, ja, Töpfe, da nehme ich das immer. Was wahrscheinlich auch jede Frau hat, ist Fit. Beziehungsweise ich habe jetzt Pril, ich glaube, das ist auch wieder aus dem Penny, weil ich da zufällig war und dann habe ich das mitgenommen und wegen nur einem Produkt, was mir gerade fehlt, das fahre ich nicht extra zum DM. Ich muss da ein bisschen weiterfahren, wir haben das nicht direkt hier bei uns. Ja, so 5 Minuten muss ich fahren. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber nur wegen einem Produkt fahre ich da jetzt nicht extra mit dem Auto so weit, wenn ich gerade hier rüberlaufen kann zum Penny. Was ich auch erst seit letztens verwende, das sind diese Feuchtetücher, diese Allzwecktücher. Das ist im Endeffekt ja wie solche Baby-Feuchtetücher, wo man gerade überall mal so drüber wischen kann. Aber die nehme ich ganz speziell fürs Bad. Sonst müsste ich mein Bad einfach noch mehr putzen, als ich es eigentlich schon putze. Ich mache immer eine große Putzreinigung einmal die Woche fürs Bad, ja. Und damit ich so das Gefühl habe, dass wirklich richtig sauber ist, mache ich das immer noch mal mit den Tüchern, weil ich es einfach irgendwie angenehmer finde. Ja, was auch bei mir ganz wichtig ist, ist eine Zahnbürste. Für die Fugen, für die Ecken, wo man einfach nicht so gut hinkommt, auch wenn eine Frau kleine Finger hat oder so, trotzdem kommt man ja nicht überall ran. Und dafür brauche ich die einfach. Die ist ein Muss, ein Must-Have und ich hebe mir mal die alten auf und verwende die dann zum Putzen. Ein super Putztipp von mir ist auch Backpulver oder Natron, ne? Kann man auch nehmen. Ich nehme meistens Backpulver und damit kann man echt alles machen. Also Töpfe, Pfannen, Fugen, Toilette. Also irgendwie damit kann man echt alles putzen. Bei der Toilette mache ich ganz gerne abends eins rein, wenn der letzte auf Toilette war und ich dann auch ins Bett gehe, dann mache ich so ein oder zwei Pakete sogar rein und lasse es über Nacht einziehen und es ist, hilft Wunder, es lässt sich alles danach so, auch bei Pfannen, wenn man das reinmacht, das lässt sich dann viel leichter danach lösen und abwaschen und ich finde es, also wer noch nicht viel mit Backpulver gemacht hat, dem lege ich das echt ans Herz. Backpulver ist super. Für den Allzweckreiniger benötigt ihr Orangen, Essigessenz und Wasser. Ich habe jetzt hier auch noch ein leeres Gurkenglas mir genommen und das gerade einfach sauber gemacht und schön trocken geruppelt. Am Anfang macht ihr dann einfach ungefähr 1 cm Essigessenz rein, wobei ihr das aber auch variieren könnt und ein bisschen nach Eigenbedarf, Geschmack, sag ich mal, befüllen könnt. Die wird natürlich nicht weggeschmissen, die werden wir jetzt dann schön gemeinsam essen. Die Schalen macht ihr einfach dann beliebig klein und tut das Ganze in das Glas hinein. Damit ihr die Orange einfach schälen könnt, könnt ihr gerade sie so ein bisschen anschneiden und danach lässt sich das Ganze viel einfacher abziehen. Nur noch mit Wasser auf und lasst es ungefähr für 2 Wochen stehen, damit es gut durchzieht. Dann ist euer Allzweckreiniger auch schon fertig. So Mädels, das war's jetzt mit meinen
Top-Favoriten für Putzmittel. Schreibt mir unten mal rein, was ihr für Favoriten verwendet oder was ihr so für ein Lieblingsputzmittel habt. Das würde mich richtig interessieren, weil ich glaube, da könnte vielleicht das eine oder andere auch noch für mich dabei sein. Ansonsten, wie immer, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald. Tschüss!